Ihr seht, was auf uns zukommt. Da seht ihr es. Da, da das Unwetter. Naja, der Regen mit Unwetter. Und ich hatte ja gesagt, ich will jetzt hier mal einen Stickstofftest machen. Also ich will jetzt auf der Hälfte unserer Bestfläche Stickstoff streuen, um diesen Dollar-Spot-Befall zu bekämpfen. Dazu nehme ich Fertilis Speed. Das ist ein schnell wirkender Stickstoffdünger ohne Langzeitanteil. Der hat, was hat der? 13% Ammonium und 5% Nitratstickstoff. Ammonium muss ja erst nitrifiziert werden, deswegen braucht das Ammonium ein bisschen länger. Der Nitratstickstoff steht sofort zur Verfügung, der wird sofort von den Pflanzen aufgenommen. Das Ammonium muss erst noch in Nitrat umgewandelt werden, kann aber auch direkt aufgenommen werden. Ist egal, 18% Stickstoffanteil, 25 Gramm pro Quadratmeter. Dann hätten wir so ungefähr 4 bis 4,5 Gramm reinen Stickstoff pro Quadratmeter. Das ist absolut die Grenze vor dem Verbrennen der Rasenfläche. Also mehr als 4 Gramm sofort wirkenden Stickstoff pro Quadratmeter sollte man niemals streuen. Also das ist so echt an der Grenze dran. Wir brauchen jetzt mal die Fläche. Wir wollen genau die Fläche halbieren. Von Nord nach Süd halbieren. Ja, wahrscheinlich die rechte Seite würde ich jetzt, oder die linke Seite, sieht schlimmer aus. Wir nehmen die linke Seite. Die linke Seite streuen wir einmal ab und die rechte Seite lassen wir nicht gestreut. Dann wird das wahrscheinlich richtig brutal aussehen. Nach ungefähr 1 bis 2 Wochen sollte der Dünger schon komplett durch sein. Es wird die nächsten Tage regnen. Es wird auch deutlich kühler werden. Also sollten schon ideale Bedingungen sein, um jetzt den Rasen schnell zu regenerieren. Okay, ich nehme mein App, was ich immer benutze, um die Fläche auszumessen. Ich brauche die Quadratmeterzahl. Come to Plan heißt das App. Das war zumindest mal kostenlos im App Store herunterzuladen. Man wird bloß mit Werbung bombardiert. Da muss man immer so ein bisschen dann versuchen, diese Werbung irgendwie zu umgehen. Und dann muss man hier so ein bisschen drehen. Jetzt hat er hier so ein Fähnchen. Sieht man hier so ein Fähnchen. Und jetzt kann ich die Fläche vermessen. Wir wollen nur das Kurzgemähte hier ungefähr von der Mitte, dass wir genau auch diesen Spot da teilen. Ja, das ist ungefähr die Mitte hier. Also von hier. Dann klicke ich da mal drauf, dann setze ich so eine Markierung. Zack, 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 laufe hier einmal rüber. Genau hier durch diese Superschadstelle bis zur Südkante. Ungefähr bis hier. Dann müssen wir hier rüber peilen. Ungefähr bis hier. Zurück. Also eine richtige Fläche hier. Einmal ablaufen. Ungefähr bis hier. Die Ecke nehmen wir mal mit. Und dann komme ich wieder zurück auf den Anfangsmarker. Da ist er. Den sehe ich dann auf meiner App hier. Dann klicke ich nochmal drauf und sage sichern. Und habe genau die Fläche. Das sind tatsächlich nur 84 Quadratmeter. 84 Quadratmeter, mehr ist das nicht. So. 25 Gramm pro Quadratmeter, 84 Quadratmeter. Das heißt 84 mal 25 sind 2,1 Kilo. Sagen wir mal 2 Kilo. Also ich muss jetzt 2 Kilo auf diese Fläche streuen. Dazu nehme ich den Wolf Handstreuer, habe ich schon mal vorgestellt. Den stelle ich hier auf meine Küchenwaage. So, ich stelle hier auf die Küchenwaage. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, da sind so ein paar harte Stücke drin. Der liegt schon ein bisschen länger, schon lange nicht mehr benutzt das Zeug. So, jetzt lasse ich das hier reinrieseln, bis da 2 Kilo drin sind.
Da ist so ein dicker Brocken. So ungefähr genau 2 Kilo. Das ist natürlich Blut mit dem dicken Brocken. Das will ich nicht anfassen, das Zeug. Jetzt hole ich mir schon ein paar Handschuhe. Also Handschuhe sind ganz sinnvoll, weil das Zeug da relativ aggressiv ist und man sollte es auf keinen Fall einatmen. Jetzt gucke ich mal, dass da jetzt nichts Großes mehr drin ist. Das sieht auch gut aus. Ja, also tatsächlich geht hier in diesen Streuer ziemlich genau 2 Kilo rein. Und jetzt geht's los. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe natürlich ein bisschen Überdeckung jetzt, das ist klar. Genau. Ich hoffe, dass ich zweimal rüberlaufen kann. Zack. Ein bisschen knapp. So, jetzt nochmal quer. Das wird nicht ganz gleichmäßig natürlich in den Rändern sein. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Letzten Zeug baller ich noch hier hin. So, jetzt habe ich eine kleine Menge übrig behalten. Ja, was mag das sein hier? Gucken wir mal, wahrscheinlich so 100 Gramm. Aber das hat schon ziemlich gut gepasst. Zack, zurück. 200 Gramm, 100, ja, okay. War ein bisschen mehr als 2 Kilo. Gut, 1,9 Kilo. Das war super. Jetzt mal die Füße abspülen, weil irgendwelche Krümel da in den Schuhen sind. Oh, herrlich warmes Wasser. Es war heute ja wieder so warm. Echt brutal. Es war sehr, also wirklich absolut staubfrei, das Zeug. Also, hat es gestaubt? Nein. Echt super. Aber besser ist immer eine Maske zu tragen. Achso, ja, was ich noch vergessen habe. Dieser Dünger muss unbedingt eingeregnet werden. Der darf nicht oben liegen bleiben. Der löst sich sehr, sehr schnell auf. Ist ja sehr feingranular. Und deswegen muss er eingeregnet werden. Hoffen wir das Beste, dass jetzt der Regen schön gleichmäßig kommt, nicht so einen Wolkenbruch hier gibt. Tja, dann haben wir Pech. So, und jetzt Regen, komm, fertig. Bin mal gespannt, habe ich noch nie gemacht. Das wird immer echt eine heiße Nummer, ey. Gegen alle Regeln. 4 Gramm Stickstoff draufgeballert. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Ihr hoffentlich auch. Bis bald. Tschüss.